Berliner Feuerwehr wurde kurz vor 1 Uhr nach Berlin-Starken alarmiert. Dort in der Neuen Straße gab es einen Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits im Vollbrand. Das Feuer ist also aus dem ersten Obergeschoss ins ausgebaute Dachgeschoss übergeschlagen, sodass auch dieses bereits im Vollbrand stand. Anwohner waren zu diesem Zeitpunkt möglicherweise keine mehr im Gebäude, sodass sich die 80 Einsatzkräfte hier direkt um die Brandbekämpfung gekümmert haben. Wir haben von mehreren Seiten das Feuer angegriffen. Die Hauptaufgabe war, hier über eine Drehleiter von außen das Feuer zu bekämpfen. Es war relativ schwierig, weil umfangreich Dachziegel aufgenommen werden mussten, um dann auch an den brennenden Dachstuhl ranzukommen.